Prakshalana. Jetzt ist es die große Reinigung des gesamten Verdauungstraktes. Also nicht nur Lakhu, sondern richtig Shankha. Ist auch als Varisa Dauti, also Varisa steht auch für Reinigung, oder Kaya Kalpa bekannt. Kaya Kalpa ist die Transformation des ganzen Körpers. Da steckt auch wirklich eine tiefere Bedeutung hinter. Varisa ist das Geheimnisvollste. Es reinigt den Körper. Jemand, der das mit größtem Bestreben perfektioniert hat, der erhält einen unendlichen Körper. Jairandha Samhita, Kapitel 1, Vers 18. Vorbereitung. Es ist wichtig, dass du am Vorabend nur was Leichtes isst. Keine Asanas, kein Tee, kein Kaffee und kein Essen direkt dann vor der Praxis. Am besten diese am Morgen, am nächsten Morgen umsetzen, ab 7 Uhr. Das wird so empfohlen. Gut, du musst dafür. Für dich alleine wäre es gut, 2,5 Liter heißes Wasser mit 2,5 Liter Kalpenwasser zu mischen. Und dann bringst du 2 Teelöffel Salz pro Liter, also hier in unserem Fall dann quasi 10 Teelöffel Salz ins Mischwasser. Du kannst auch ganz normales Salz dafür nehmen. Wir haben das ja schon in der vorangegangenen Lektion begründet, warum bei Lakhu Shankha. Leichte Bekleidung ist gut. Und wichtig ist es, dass du nicht bei zu heißem oder kaltem Wetter praktizierst, weil es zu kalte, erfrierende Verdauungsorgane hervorrufen kann, und bei zu heißem Wetter ein zu starkes Schwitzen, weil wir ja auch Asanas praktizieren zum Ausbringen. Wenn du einen Garten und eine Veranda hast, ist natürlich super, hast du die frische Luft. Wichtiger ist aber die Toilettennähe. Ja, ein Gefühl von Leichtigkeit soll das alles begleiten, statt Zwang und Druck. Und wie gesagt, rechne auf jeden Fall 2 Tage ein, und zwar 2 bis 3 Stunden als Reinigungsprozess und Rest mehr zum Runterfahren und Ausruhen. Okay, jetzt geht es zu der direkten Vorgehensweise. Und zwar trinkst du im ersten Schritt 2 Gläser von dieser Mischung, Salzwassermischung, so schnell wie möglich. Wenn es so unangenehm erscheint, kannst du dir vorstellen, Tee zu trinken. Es gibt ja auch Teesorten, die so ein bisschen in diese Richtung von Salzwasser gehen. Und direkt danach übst du dann wieder diese Praxissequenz, die du schon aus der vorangegangenen Lektion kennst. Tadasana, Tirak Tadasana, Gati Chakrasana, Tirak Bhujangasana und Udakarsanasana. Jede Stellung, jede Übung jeweils 8 Mal. So, und jetzt wiederholen wir dieses Ganze noch 2 Mal. Schritt 1 und 2 noch 2 Mal wiederholen, dann auf die Toilette gehen. Ob sich was regt oder nicht, ist egal. Geh auf die Toilette, halte dich da für einen Moment auf, setz dich drauf, kommst dann schön wieder, nach einer Minute oder so. Und dann wiederholst du wieder Schritt 1 und 2, so lange, bis die Enddarmbewegung sich meldet. Das kann nach 10 bis 20 Gläsern erfahrungsgemäß passieren. Und dann gehst du schön auf die Toilette und danach wiederholst du Schritt 1 und 2, so lange, bis die Ausscheidung nur noch klares, reines Wasser aufzeigt. Danach machst du es noch ein letztes Mal, Schritt 1 und 2 zur Absicherung. Da endest du wahrscheinlich bei 16 bis 25 Gläsern. Was machen wir im Anschluss? Das ist ganz wichtig. Es ist auch wichtig, wirklich diese Vorgehensweise zu befolgen. Praktiziere gern Kunal Kriya und Jalaniti danach, um so eine Abschlussreinigung nochmal ranzustellen. Dann solltest du 3 Stunden lang nichts trinken, um die Erfrierung der Organe zu vermeiden. Und du verhinderst sonst auch die Schutzfilmreproduktion auf der Magen- und Verdauungswand. Es ist wichtig, dich nach dieser Praxis 45 Minuten lang hinzulegen zur Revitalisierung. Dabei ist es gut, nicht einzuschlafen. Erfahrungsgemäß ist es nämlich so, dass du Kopfschmerzen bekommst, wenn du einschläfst. Kannst ja dabei vielleicht, weiß ich nicht, dir ein Bild angucken, ganz sanft. Also auf jeden Fall leg dich hin. Nach diesen 45 Minuten sollst du Khichdi essen. Also das auf jeden Fall tun, damit du eine Infektionsanfälligkeit vermeidest. Es sollte jemand da sein, der dieses Khichdi für dich vorbereitet. Wenn du keinen hast, dann mach es ganz vor der Praxis noch am frühen Morgen, stell das schon mal bereit. Dafür kochst du braunen Reis und Mungbohnen oder Linsen ganz weich, sodass es schön flüssig wird.
Ja, also Linsen für die Proteinzufuhr, Reis als so eine, zumindest so eine Art Massezufuhr. Und dann kannst du Ghee geschmolzen mal schön dazugeben. Ghee ist dafür da, dass so ein Ersatzschutzfilm für die Verdauungswände quasi existiert oder gestaltet wird. Und das isst du dann. Danach ruhst du dich wieder für 3 Stunden aus. Auch hier wieder nicht einschlafen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass man sonst in die Lethargie verfällt. Nach dieser ganzen Praxis solltest du eine Woche lang auf Softdrinks, Milch, saures Obst, Tee, Kaffee sowieso und Nikotin verzichten, auch auf Alkohol und so weiter, alles, was sowieso zu säuerisch ist, weil sonst Durchfall und Übelkeit entstehen kann. Deswegen jetzt hier bis 2 Tage, weil du auch wirklich eine Asana-Pause machen solltest, über 2 Tage lang und auch deine geistige Arbeit reduzieren solltest. In dieser Woche solltest du dich auf leichte, reine und natürliche Kost konzentrieren, also schön sanfte Nahrung zu dir nehmen. Beachte bitte, dass du das nicht bei Geschwüren und Bluthochdruck praktizierst. Du kannst Shankar Prakshalana zweimal im Jahr umsetzen. Auch hier haben wir wieder gute Wirkungen, die wir auch schon zu Laku Shankar Prakshalana erwähnt haben. Alle Unreinheiten aus dem Verdauungstrakt werden entfernt. Das Blutsystem wird nochmal schön durchgereinigt. Und was hier auch nochmal bei der großen Darmsanierung passiert ist, dass du deinen Geist verschärfst, ein leichteres Lebensgefühl hast. Dadurch wirst du sensibler für feinere Vibrationen und aufnahmefähiger für etwas, was über dein relatives Wissen hinausgeht. Schön ist es, wenn man das umsetzt, wenn man zum Beispiel für eine Zeit sagt, ich möchte mich nur spirituell ausrichten. Das nennt sich Anushtana. Das ist quasi so ein intensives Sadhana als ein Zeitrahmen, den du dir setzt. Also Sadhana ist eine spirituelle Praxis. Ja, dann wünschen wir euch auch dabei ganz viel Spaß und passt auf euch auf. Macht es nicht, wenn ihr jetzt hier so unsicher seid, dann nur bitte unter Aufsicht eines Yogalehrers. Wenn du da sagst, so, da komme ich mit klar, das kann ich wirklich genau befolgen, dann kannst du es gerne machen. Viel Spaß und bis dann. Tschüss.